Es ist der 3.4.2022. Heute ist die Maskenpflicht aufgehoben worden und auch alle anderen Einschränkungen. Bis auf, wie ihr wisst, dass man in Krankenhäusern Maske tragen muss und so weiter. Ihr kennt die Regeln. Wir gehen jetzt mal durch den Ort und gucken mal, ob die Leute tatsächlich alle jetzt auf die Maske verzichten. Denn das ist ja jetzt eigentlich, dass der Staat die Verantwortung an den Bürger selbst weitergibt. Also jeder ist jetzt eigenverantwortlich. Brillantes Wetter. Für diejenigen, die es nicht wissen, alle Läden, gastronomischen Betriebe, diese Häuser gehören den Leuten und die dürfen alle ihr Hausrecht durchsetzen. Das heißt, wenn jemand möchte, dass ihr in seinem Haus eine Maske tragt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr akzeptiert das oder geht nicht rein. Akzeptiert es und haltet euch dran. Oder geht nicht rein. So, da kommt man ohne Maske raus. Jo. Und geht ohne Maske rein. Eine Person mit Maske kommt raus. Willst du mal zu Petra gehen? Ja. Ich bleib derweil ein bisschen hier. Diese Pandemie geht ja jetzt seit 2 Jahren. In der Zeit durften die Hotels Vermieter zum Teil nicht vermieten. Da waren Lockdowns und dann durften sie wieder vermieten. Viele Gastronomen, wie wir erfahren haben, sind aus ihren Häusern ausgezogen und haben nur noch Geld geholt, nur noch hin ab und zu Geld geholt.
Achso, ja, ja. Oh, da läuft jetzt auch alles ohne Maske. Also hier lässt man die Leute wohl selber entscheiden. Die Inzidenz ist sehr hoch. Inzwischen haben aber die meisten Testzentren geschlossen oder alle, Schatzlocke? Meisten. Die meisten haben geschlossen. Das heißt, die Zahlen, die man jetzt sieht, sind vielleicht gar nicht die realen Zahlen. Ohne Maske. Ja, auf der Rathausstraße brauchen wir wohl keine mehr. Nächster Kollege grüßen. Schauen wir uns mal den Kurhausweg an. Na, sind wir mal gespannt, ob die jetzt mit oder ohne Maske reingehen oder ob das da überhaupt geöffnet hat. Ist das da drin Licht? Ja.
Normalerweise ist dieser Abschnitt hier sehr belebt. Bin richtig verwundert, dass das so ruhig ist. So, rein geht's, ohne Maske. Nicht viele Autos. Verwunderlich, ist Anfang des Monats. Vielleicht geht es ja noch los. Ein Schneemann. Vater, Mutter, zwei Kinder haben einen Schneemann gebaut. Ist auch schon wieder ein bisschen was weggetaut jetzt. Auch ohne Maske. Vielleicht ist aber auch gerade das Wegfallen der Maske der Grund, warum so wenig Leute da sind. Die mögen sich dann nirgendwo mehr reinsetzen. Und dann ist dann jetzt die Minderheit, die das gerne möchte, ohne Maske. Die ist dann vielleicht jetzt da. Vielleicht ist das der Grund. Na gut, haben wir uns das mal angesehen. Sie ist zugefroren, teils zugefroren. Die üblichen Eisstückchen liegen wieder drauf. Leute darauf geschmissen haben.
wünschen wir euch einen schönen Sonntag.